Diesen Mann muss man nicht mehr vorstellen. Er ist Entertainer, Moderator, Schauspieler, Sänger, Autor, Buchliebhaber und alles in einer Person. Früher mal Botschafter knallbunter Hemden, das hat sich aber geändert. Heute bei uns Jürgen von der Lippe. Dankeschön. Ja. Also, Jürgen, wenn man so kreativ ist, braucht man natürlich wahnsinnig viele Ideen und Input. Und du hast mal erzählt, du hast eigentlich immer ein offenes Ohr, schaust den Leuten aufs Maul, schaust ihnen ins Gesicht. Hast du heute schon irgendwas aufgeschnappt, wo du sagst, okay, das könnte mich inspirieren, da könnte mal was draus werden? Ja, also wenn man keine menschlichen Kontakte hat, dann bleibt die Zeitungslektüre. Und ja, ich habe heute gelernt, dass 29% aller Corona-Schnellteste nichts taugen. Ja. Und ich teile auch das allgemeine Unwohlsein über die Entscheidung, dass die Genesenen nun plötzlich doch nur 3 Monate lang. Das ist, kam ein bisschen plötzlich. Das wusste auch der Lauterbach nicht. Ja. Und das ist schon komisch. Ne? Also das könnte also mal sagen, dass du da einen Gag draus machst oder dass es in eine Glosse einfließt. Ja, das sind ja vertrauensbildende Maßnahmen, die wir nach fast 3 Jahren unbedingt gut brauchen können. Ja, das stimmt. Ja, das ist sogar ein bisschen schwierig in den Zeiten, ne? Realsatire, wenn ein das dann einholt und noch einen draufzusetzen. Du hast gesagt, du hast eine Geistesstörung. Naja, das klingt jetzt ohne den Kontext, klingt das ein bisschen brutal. Ich räume dir auch den Platz ein, damit du das klarstellst. Die Psychologen nennen uns Bühnenpferde Histrioniker, von lateinisch Histrio, der Schauspieler. Griechisch. Wir haben ein bisschen mehr oder viel mehr Harmoniebedürfnis, Liebesbedürfnis, den Wunsch nach Anerkennung und auch etwas mehr Exhibitionismus als normale Menschen. Und man kann das auch als Schuss bezeichnen, selbstverständlich. Das ist interessant. Ich wollte auf diese Störung gar nicht hinaus, aber da haben wir natürlich noch was gelernt, weil du hast deinen Bücherfetisch eigentlich mal damit bezeichnet, weil du so unglaublich viele Bücher hast, was mich erfreut. Nee, habe ich nicht bezeichnet. Also nee? Wenn ich davon rede, dann meine ich diese Bühnentätigkeit. Okay. Ja, also deswegen, ich finde ja auch 3.000 bis 4.000 Bücher sind das, die du hast? Ich habe es nicht gezählt, aber ja, in der Art. Und aber du hast ja auch alle gelesen? Das Regal mit den Ungelesenen, jetzt weiß ich, was du meinst. Die Geistesstörung besteht darin, dass ich an keinem Buchladen vorbeigehen kann. Ah, okay. So, und da gehe ich rein und mir sind da die kleinen Buchläden, die liebevoll geführten, mit dem Tisch, mit den Empfehlungen. Und das kaufe ich dann. Und langsam komme ich zu der Überzeugung, dass ich in meiner Restlebenserwartung diese Regale vermutlich ungelesen vererben werde. Aber du füllst diese Regale ja auch. Und zwar mit eigenen Büchern, mit Bestsellern. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du stehst, je nachdem, wie man es betrachtet, auf Platz 1 oder Platz 2 der Bestsellerliste. Ja. Also eins der erfolgreichsten Bücher aktuell. Und Wir haben ja einen gemeinsamen Fan, Dennis Scheck. Ja, den Literaturkritiker. Ja, wenn man so will. Hat er schon was zu dir gesagt? Hat er schon was zu dir gesagt? Ach komm, ist doch Er sagt immer dasselbe, genau wie bei dir. Ja. Und man darf gespannt sein. Hoffentlich sagt er mal nichts anderes, weil dann ist wahrscheinlich ein Flop. Weil jetzt ist es so, das ist ein absoluter Page-Turner, absoluter Bestseller, hat vielleicht auch ein bisschen was, also ich finde den Inhalt super, um zu sagen, aber ein bisschen verkaufsfördernd ist natürlich auch der Titel. Sex ist Mehl. Sex ist wie Mehl. Wie Mehl. Entschuldigung. Ja, es gab einen Kommentar in den Kommentaren zu, wir bewerben das ja auf dem Kanal, da hat einer geschrieben, so staubig, da hilft vielleicht Gleitgelenkcreme. Man merkt, er kann auch Kritik, etwas Humoristisches abgewinnen. Wobei, ich muss nachfragen, journalistisch, Sex ist wie Mehl. Wieso ist Sex wie Mehl? Das ist die verkaufsfördernde Maßnahme, das wird aufgelöst in der letzten Story. Okay, ja. Und da muss man das Buch dann schon kaufen. Ich kenne es ja, ich dachte zuerst, aber das war es nicht, wenn man... irgendwann kriegt man eine Schmähe backen. Das ist aber nicht. Sex ist auch schön. Ja? Auch. aber es ist was anderes und deswegen
reinlesen, kaufen. Wir werden auch gleich was explizit daraus hören. Aber zu deinen Ideen und deinen Geschichten, da kommst du wahrscheinlich, wie so viele Autorinnen und Autoren, durch Alltagserlebnisse. Ja, auch. Aber ich bin auch, wie das auch, glaube ich, alle Autoren machen, ich lese halt viele Zeitungen und reiße diese Artikel raus, von denen ich denke, dass da etwas schlummern könnte. Das kommt alles in die Kisten und irgendwann, wenn ich sage, so, heute will ich was Neues schreiben, dann nehme ich das und gucke, wo mich's anspringt. Und wenn mich nicht anspringt, dann gehe ich zu den 150, 180 angefangenen Geschichten und gucke, ob mich da was anspringt. Ja. Und wenn mich da auch nichts, dann gehe ich essen. Okay, das ist nicht der beste Diätvorschlag. Zumindest für mich, wenn ich dann immer, wenn mir nichts mehr einfällt, was essen würde, dann sehe ich immer so aus. Aber du hast auch gesagt, da ist also ein Buch, zu jedem Stichwort ist da irgendwas was drin. Und zu einem Stichwort beispielsweise, selbst zum Stichwort Geige, haben wir was. Also wirklich, da kann man irgendwas aufschlagen und sagen, Geige und... das inspiriert dich. Das ist dann eine Glosse. Also gibt ja die Geschichten, die im Grunde dann Hochliteratur sind. Und die anderen Sachen, die Glossen, das sind ja im Grunde Stand-up-Monologe. Ja. Und das heißt, Geiger haben keinen Plan. Und da geht es um Experten. Also bei den Geigern, da hat man in Amerika, hat man den Geigern 3 Stradivari, 2 Guarneri und Billiggeigen gegeben und die mussten mit verbundenen Augen spielen und konnten es nicht unterscheiden. Und einer hat die teuerste Stradivari zur schlechtesten erklärt. Und so ist das mit Experten auch. Ja. Ne? Die Weinkenner, denen kannst du auch eine Pulle vom Chateau Lafitte, eine leere, mit Wein von der Tanke füllen und der wird auch. Dieser Abgang. Das ist, oder Wetterfrösche, ne? Die müssen wir alle einsperren eigentlich, weil es stimmt ja nie. Da gibt es jetzt einen, der es nicht ganz so gerne hören würde, glaube ich. Ja, der würde sich aber nicht als Wetterfrosch bezeichnen. Ja, okay, dann ist so, dann können wir weiterreden. Oder Broker, ne? Diese Börsen heißen, ja. Heinis, da hat man Versuche gemacht und hat die über ein Jahr lang Tipps geben lassen und dagegen haben Schimpansen. Richtig, da hat der Dartpfeil, glaube ich, geworfen. Ne? Ja, und die Schimpansen haben immer gewonnen. Und was haben die Broker gemacht? Haben ihre Ernährung auf Bananen umgestellt. Ja. Ja, aber das habe ich auch gehört. Ich habe meine Reportage gesehen, wo sie auf Ibiza in so einer Innenkneipe, wurde für 1000 Euro der Shampoos verkauft, also Champagner. Und selbst die Besitzerin konnte nicht von einem Billigfusel unterscheiden. Also das ist schon immer erstaunlich. Ein weiteres, ich finde, du liest immer so schön. Erstmal, ich bin ein ganz großer Fan deiner Literatursendung gewesen, leider, aber wird ja vielleicht irgendwann mal wiederkommen. Geht ja auf dem Kanal, mache ich es ja weiter. Ja, und wenn du deine eigenen Texte liest, dann ist das wirklich nochmal was anderes. Es gibt ja viele Autoren, wenn die anfangen zu lesen, dann versteht man es nicht mehr, aber bei dir, deswegen würde ich dich bitten, eine ganz kleine Kostprobe. Aus dem. Das trifft mich jetzt sehr überraschend. Ja. Ich habe aber durch Zufall. Sonst könnte ich noch zu dem Stichwort Kernspintomograph was fragen, falls du da auch was in deinem Buch drin hast. Nee, der ist nicht drin. Ja, habe ich dich jetzt immer rum. Hättest du nach heteropaternalen Superfekundationen. Das ist ja das Zweite. Was ist denn das, ehrlich gesagt? Ich glaube, das führt vielleicht zu weit. Ja? Bitte. Na gut. Also, das Szenario ist, jemand kommt in eine Kneipe und sagt, guten Abend, ich habe ein Anliegen. Lassen Sie mich raten, Sie wollen was trinken. Zumindest haben 99% der Besucher einer Gastwirtschaft dieses Anliegen. Nein, es geht um unseren Opa. Verstehe. Er hat Geburtstag und Sie suchen eine Kneipe zum Feiern. Da sind Sie hier, Jolt, richtig. Fast richtig. Er ist gestorben. Das tut mir leid. Wollen wir auf ihn trinken? Ich gebe einen aus. Er war früher selber Gastwirt und sein Wunsch war es, dass die Trauerfeier in einer Kneipe stattfindet. Das überrascht mich jetzt. Aber prinzipiell ist es möglich. Montags haben wir allerdings geschlossen. Also Ruhetag.
Ruhetag, das passt doch. Allerdings war es sein Wunsch, dass er sozusagen teilnimmt. Wie meinen Sie? Also der offene Sarg sollte im Raum sein, sodass das Ganze persönlicher wird. Ich bin nicht ganz sicher, was die Gesetzeslage angeht. Das ist mit dem Beerdigungsinstitut abgeklärt. Sie wären in diesem Fall eine Außenstelle zum Zwecke der Aufbewahrung oder wie die Amerikaner es nennen, Public Viewing. Außerdem hat Opa sich künstlerische Darbietungen gewünscht. Da ich bisher schon einige Male daneben lag, Sie denken dabei nicht an Orgelmusik? Doch. Aber als Begleitung einer Striptease-Darbietung. Ungewöhnlich, aber reizvoll. Wie man es nimmt, seine Frau will tanzen. Ihre Oma soll sich in meinem Lokal nackig machen? Nun ja, es ist quasi ihr Beruf und sie ist erst 26. Ja, scheiß die Wand an. Dann hat sie womöglich sein Ableben beschleunigt. Wünschen wir uns nicht alle so einen Tod, von einigen Kirchenvertretern mal abgesehen. Gut, kommen wir zum Beschäftlichen. Mit wie viele Gäste rechnen Sie? Wie viele Plätze gibt es denn, wenn man den Platzbedarf für den Sarg und den Tanz abzieht? Schätzungsweise, sag ich mal, 70, 77. Und wie viel Eintritt kann man dann nehmen? Eintritt? Na, die Leute kriegen doch was geboten. Striptease neben einem Toten, Getränke, kaltes Buffet. Aber zu einer Trauerfeier lädt normalerweise lädt man die Familie ein, so kenne ich das. Ich bin sein einziger Enkel. Freunde hatte Opa auch keine. Ich habe keine Kohle, also kann ich seinen letzten Wunsch nur erfüllen, wenn wir Eintritt nehmen. Sozusagen Trauercrowdfunding. Gut. Ja. Sehr schön. Aber Ihre Oma muss erst mal vortanzen, sonst geht nicht ins Risiko. Das Vortanzen übertraf alle Erwartungen. Der Wirt kündigte das Special Event auf seiner Facebook-Seite groß an. Eintritt inklusive Häppchen 47 Euro. Getränke extra. Am Schluss musste der Wirt noch auf die Schnelle einen Türsteher besorgen, weil die Leute Schlange standen. Reingewinn, schlappe 3.000 Euro. Der Wirt ist jetzt mit Oma zusammen und steht mit allen Beerdigungsinstituten der Stadt in Verhandlungen wegen Public Viewings. Jürgen von der Lippe. Sex ist wie Mehl. Man sieht, man kann auch dem Thema Tod etwas Humoristisches gewinnen und das Thema Mann-Frau, aber das ist natürlich auch für dich immer gefundenes Fressen. Ja, ob vor oder nach dem Tode, das geht immer. Das geht, ja, Tod es, geht immer? Es, na, was? Tod geht immer, sagst du? Ja, kommt immer. Er kommt immer, ja, das kommt ist immer. Weniger lustig. Eigentlich. Also er geht ja nicht, er kommt. Ja. Der Tod. Ich wollte darauf hinaus, dass du eigentlich, wie komme ich dazu? Also du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich nehme mal die andere Brille. Die andere Brille? Ja, das ist willst ja, du mir jetzt völlig verwirren? Nein, das war die Lesebrille, jetzt kommt die Weitbrille, damit ich dich im Blick habe. Im Blick, du hast einen Wald, stimmt das? Wir müssen ja wenigstens ein Gerücht. Und sag mal so, bist du nicht so ganz eindeutig. Wir haben heute uns gefragt, stimmt es, hat Jürgen von der Lippe wirklich einen Wald gepachtet? Nein. Das war eine Idee. Meine Frau wohnt ja im Wald. Ja. Und ich wohne in der Stadt. Und das ist auch gut so. Und wenn ich sie besuche, dann machen wir Nordic Walking im Wald. Und irgendwann, letztes Jahr, hatte ich die Idee, lass uns mal so was Kleines für meinen YouTube-Kanal machen. Und da fiel mir der Pachtwald ein und ich habe einfach ein paar kleine, ja, wie soll man das nennen, Nonsens, Monologe improvisiert und das war's. Damit ihr, wenn ihr schon keine gemeinsamen Wohnungen habt, einen gemeinsamen Wald habt.
Wenn man so will. Wenn man so will. Du hast schon hin und wieder darüber geredet, trotzdem, ich interessiere mich, weil getrennte Betten, gab es so eine Studie letztens, interessiert vielleicht auch, das ist das Beste, was man machen kann, weil es wohl das Unnatürlichste ist, wenn man gemeinsam in einem Bett schläft, weil der eine den anderen immer irgendwie aufweckt und so. Ja, ich weiß, das ist nicht sehr romantisch, aber getrennte Wohnung ist ja dann schon mal so noch ein Schritt weiter. Aber es hält bei euch. Getrennte Städte ist noch sicherer. Getrennte Städte. Ja, aber wer hatten von euch beiden die schönere Wohnung? Das liegt im Auge des Betrachters. Der Waldfan wird sagen, ach, ist das schön. Und sie hat da auch so einen Wintergarten, wo sie malt. Also vom Licht wunderschön. Und ich finde es ja auch schön, aber ich bin nicht der Typ für den Wald. Und 50 Euro Taxi von mir zu ihr, das kann man sich ja auch nur einmal am Tag leisten. Ich wollte schon sagen, was ist denn auf der Uhr, wenn ihr euch regelmäßig seht? Na, also, und ich fahre kein Auto. Sie fährt natürlich Auto. Ach so, das heißt, sie kommt dann. Und wenn sie zu mir kommt, ja, ist das billiger. Ja. Du hast mal gesagt, dass du Fernsehen überhaupt nicht mehr vermisst. Jetzt als Gast hoffe ich nicht. Als Gast fühlst du dich hoffentlich noch halbwegs wohl. Als Gast ist wunderbar und das ist ja der einzige Vorteil, also für mich jetzt von Corona, dass die Auftritte haben ja nun, also ich hoffe, dass es ab Februar losgeht und ich so circa 200 Veranstaltungen nachholen kann. Moment mal, 200? Ja, für die nächsten beiden. Ja, nee, es sind mehr als 200. Also erstmal die Lesungen. Das wäre natürlich schön wegen des Buches, aber im März sollen dann die Hallen schon, die sind ausverkauft. Ja, wir dürfen mal gespannt sein, was den MinisterpräsidentInnen einfällt. Geld oder Liebe oder Donnerlippchen, das sind alles natürlich Sachen, wo du auch sagst, manchmal die Anfänge gucke ich mir gar nicht so gerne an. Das stimmt, so, du willst eigentlich dir deine alten Fernsehsendungen nicht ansehen. Wir haben aber mal was ausgekramt. Das allererste, was es im SFB-Archiv überhaupt von dir zu sehen gibt. Ich bin gespannt, ob du das erträgst. Guten Tag, ich heiße Jürgen von der Lippe, aber das wird Ihnen noch nicht so sehr viel sagen. Deswegen. Also, die erste Moderation fand ich spitze. Die erste Moderation fand ich spitze, den Gesang auch. Aber du hast... Ich hatte schönes Haar. Du hattest schönes Haar. Fand ich auch gerade. Und sah sehr immer, gut aus. Und wie immer toll hast gesungen. Du wie heißt er hier so? Die Maffei-Lippe hattest du so ein bisschen. Ja, das war der Vorläufer meiner Spende. Ja. Hat er dir nachgemacht. Und du bist nicht nur Entertainer und Buchautor, Bestsellerautor und Moderator und Schauspieler und, sondern du kannst auch, das wissen vielleicht nicht alle, zaubern. Das ist ein Hobby, was ich auch als Kind, wie alle Kinder, die sich dafür interessieren, hat das mal mit dem Zauberkasten angefangen. Und ich hatte mir dann mal einen Wunsch erfüllt, einen Zauberladen in Köln. Mhm. Der ist aber rasch pleite gegangen. Das war im Basement in den WDR-Arkaden und da kamen nur die ganzen Zauberer hin und haben sich gegenseitig, aber keine Kunden. Und dann haben wir das gelassen. Ich habe meine Wohnung ist noch voll mit Zauberartikeln, weil ich war mein bester Kunde. Und du hast uns zwei Tricks mitgebracht. Also das erste ist eigentlich kein Trick, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Wo die 1, ne? Wäre das, die Kamera 1. Ja. Also ich habe hier, das ist... Das sind drei Karten, kann man sehen. Mhm. Und zwar, was ist ein bekannter Zaubertrick? Hase aus dem Zylinder, richtig? Ja. So, also, hab hier diese drei Karten, das sind Hasen. Mhm. Unten ist der Hase, oben ist der Hase und in der Mitte ist der Hase auch. Wo wohnt der Hase beim Zaubern? Im Hut. Unten ist der Hut, oben ist der Hut. In der Mitte ist der Hut. Das so, Moment! Das war fand ja schon gut. Wo ist der Hase? Das ging dem zu schnell. Dem ist schlecht geworden. Hier sitzt der Hase im Hut und kotzt. Hier sitzt der Hase im Hut und kotzt. Und hier sitzt der Hase auch im Hut und kotzt. Ja,
Das ist, aber das kann man kaufen, das ist nichts. Aber was ich jetzt noch, wenn ich darf, ja, na klar. Auf dem Dings liegt ein unberührtes Buch. Soll ich es dir geben? Ich würde eine fragen, ob eine Dame aus der Runde war mit medialen Tricks, also Frauen als Medium sind immer besser als Männer. Ja, wer hat Lust? Soll ich sie wieder geben erstmal? Nee, gib's dem, der es macht. Willst du? Wer möchte es machen? Hier, Anne-Kathrin, komm. Jay hat auch gemacht. Okay. Wir werden etwas versuchen, das kann schief gehen. Ne? Ich gebe mir Mühe. Ja, nein. Schon mal Erfahrung mit Gedankenübertragung? Nee, gar nicht. Wunderbar. Klingt aber gruselig. Bitte? Klingt gruselig. Nein, ist nicht gruselig. Nenn mir bitte eine Zahl zwischen 1 und 20. Zwischen 1 und 20. 11? 11. Sei so lieb und schlag die Seite 110 auf. Wir nehmen also die Zahl mit 10 wahr. Seite 110. Und dann muss ich schnell blättern? Nee, keine Eile. Sind nicht nummeriert, deswegen muss sie so zählen. Keine Eile. Nachfolgende Sendungen verschieben sich. Hast du gefunden? Wunderbar. Und jetzt suchst du bitte die Zeile 11. Mit mir erzählen. Jo, habe ich. Und in der Zeile 11 das erste Substantiv. Was du darf nicht sagen. Hast du eins gefunden? Bist du jetzt froh, dass du das nicht gemacht hast, die Übung? Ist leider keins drin, würde ich behaupten. Ist kein Substantiv drin, dann musst du in die Zeile 12 gehen. Und da das erste. Mhm. Zeile 11 kein Substantiv, erstaunlich. So, und jetzt stell dir bitte dieses Wort vor. Mhm. Ist es schwer? Nee, ist nicht schwer vorzustellen. Ist es ein Begriff, den man, also ist das etwas, was man anfassen kann? Leider nicht. Mach mal einen Satz, wo das Wort vorkommt. Und denk den. Also nicht sagen. Ich denke. Du hast ihn gedacht. Ah ja, jetzt nimmt es Gestalt an. Aber ich bin... Kinder, kommt ihr nächsten Freitag, wenn das hier nicht mehr ist? Ja, genau. Junge, ich will jetzt nicht drängeln. Nimm mal den ersten Buchstaben vor. Ja. Ist es, okay. Ist es ein S? Ja. So, jetzt haben wir bald. Ist es ein Monat? Wow. Das ist doch ein Scherz, ey. September? Ja. Wahnsinn! Okay. Juhu! Jürgen von der Lippe, vielen, vielen herzlichen Dank. Sex ist wie Mehl, Zaubern ist unglaublich. Und ich übe das jetzt auch irgendwie zu Hause. Also ich fand das jetzt sehr kurz. Ja. Nee, also, und bedanke mich. Ja, wir bedanken uns bei Jürgen von der Lippe. Danke, vielen herzlichen Dank.